Hallo, ich bin Julia Gohl und zuständig für Digitalseite bei der Coop Zeitung. Und über die letzten Wochen habe ich Smartwatches getestet, wie die hier. Und ich zeige euch jetzt meinen Favorit. Und das ist eben genau die Garmin Vivo Active 3 Music. Sie sind alle wirklich toll gesehen. Ich habe für alle eine Schwäche. Was genau an der so besonders ist, möchte ich euch gerne erklären. Aber ich kann es gar nicht so genau in Wort fassen. Sie spricht mich einfach an. Sie hat verschiedene Display-Designs, die man aussuchen kann, wie die meisten, aber die Auswahl ist gross, vielseitig. Sie hat normale Activity-Tracking-Funktionen, sprich sie zählt unter anderem die Schritte. Was sie auch macht, ist, sie zählt Stockwerk. Das macht nicht jeder, das finde ich super, dass die das macht. Und was ich auch cool finde, man könnte sein Tagesziel, wie viele Schritte man machen möchte, wie viel Stockwerk und so weiter, selber einstellen. Aber man kann auch die Funktion nutzen, dass sie es automatisch für einen einstellt, je nach Fitnesslevel, je nach erreichten Schritt vom Vortag und so weiter. Ich sehe jetzt beim Test nicht immer AKH, ist das Level im Moment ziemlich tief, aber wenn ich die jetzt jeden Tag an hätte, dann würde sich das schön an mir anpassen, dass ich auch ein bisschen motiviert bin, nicht zu hoch, nicht zu tief. Wenn man eine Aktivität ausübt, tut es einem da über Tage nachher noch sagen, wie viel. Also mein letztes Ding war jetzt Velofahren. Zeigt mir, wie weit ich gefahren bin, wie lange ich gehabt habe, meine Geschwindigkeit. In der dazugehörigen App könnte ich dann noch Details anschauen, wie meine Herzfrequenzkurve, die Route, die ich zurückgelegt habe und so weiter. Es zeigt mir das Wetter an, mit der Voraussage, ob es dann gerade kommt, regnen und so weiter. Ich bekomme auch SMS und Anrufe und so Sachen darauf. Ich kann mit vorgefertigten Antworten auf SMS auch gerade direkt von der Uhr antworten. Leider nicht auf WhatsApp und während nicht, es heute noch SMS. Es misst meinen Puls. Ich bekomme hier eine schöne Kurve, wie mein Puls heute so verlaufen ist am Tag. Im App kann ich dann genauer noch anschauen, wenn ich zum Beispiel Sport gemacht habe, wie der Töpfer verlaufen ist. Es misst mein Stresslevel. Das finde ich sehr lustige Sache. Man merkt gerade, es stresst mich ein bisschen vor der Kamera zu stehen, weil es ist viel höher, als wenn ich einfach am Bildschirm hocke, wie so mein normaler Arbeitsalltag ist. Es zeigt mir Kalender. Ich kann schauen, was die nächsten Termine sind. Man kann eben Musik draufladen, wo man dann mit dem Bluetooth-Kopfhörer kann hören kann. Dann muss man das Handy nicht immer dabei haben, sondern kann einfach mit der Uhr allein raus. Ja, das sind so die Funktionen, die sie hat und die mich am meisten überzeugt haben.